Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, schön, dass Sie da sind, und ich hoffe, Sie sehen das jetzt auch nach dieser Debatte immer noch so. Ich bin ja immer geneigt, jedem Antrag, insbesondere auch von der AfD, mich inhaltlich sachlich damit auseinanderzusetzen. Und der Titel des Antrags lautet: Kinder mit und ohne Deutschkenntnisse für den gemeinsamen Erfolg getrennt unterrichten. Und dann lautet die erste Forderung: Abschieben. Nun bin ich Fußballschiedsrichterin, und ich stelle mich auch dann auf den Platz und pfeife fair, wenn es nicht der hochkarätigste Fußball ist. Und darum habe ich den Antrag einer Reihe von Praktikerinnen und Praktikern vorgelegt, von Schulleitern einer Oberschule, Gesamtschule, Gymnasium, Grundschullehrer, OSZ-Lehrerin, Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache und SchülerInnen. Und die haben mir noch mal ganz praktisch bestätigt, was seit Monaten Bildungsministerien und Schulleitungen sagen. Na klar, die Aufnahme von Geflüchteten an den Schulen gestaltet sich durchaus schwierig. Und die Länder gehen dieses Thema auf mehrere Arten an. Der sehr geschätzte Kollege Lars Rover hat das heute ausgeführt. Aber wussten Sie das? Also ich meine, wer Ihren Antrag liest, der bekommt ja den Eindruck, als würden sich die Länder und die Schulleitung und die Lehrerinnen und Lehrer null bemühen, um die Situation zu meistern. Und wussten Sie, dass es eine Schulpflicht gibt und ein Recht auf Bildung? Also Ihr Antrag weiß das jedenfalls nicht. Alle krempeln die Ärmel hoch, und trotzdem ist es nicht einfach, klar. Und es ist kein Geheimnis. Wir haben seit Jahren eine Bildungskrise. Und wir haben einen enormen Lehrermangel. Der wird von Bund und Ländern angegangen. Klar, da geht noch was, aber alle sind lösungsorientiert. Ernsthafte Lösungen haben Sie dagegen gar nicht in petto. Sie reiten nur ständig drauf rum. Zuletzt Sie, Frau Höß. Sie haben in der Befragung der Bundesregierung über QuereinsteigerInnen gesprochen. Und Sie nannten deren Unterricht, und das ist heftig, qualitativ minderwertigen Unterricht durch jeden, der in die Schulen reingezerrt wird. Wie abschätzig kann man eigentlich über Menschen reden? Menschen, die im Übrigen oft großartige Kolleginnen und Kollegen sind, deren Aufwand, um diesen Beruf zu ergreifen, enorm ist und die nicht selten in diesem Weg auch ihre Berufung gefunden haben. Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigsten Lernbegleiterinnen und Begleiter unserer Kinder, und wir werden es ihnen nicht durchgehen lassen, dass sie diese Menschen beleidigen. Den Mangel, den sprechen Sie an, darin sind Sie gut, aber der bestünde auch mit Ihrem Antrag weiterhin. Ihre Lösung: Lasst uns doch einfach das Problem auslagern, Kinder, die nicht Deutsch sprechen, raus. Tja, und dann? Mensch, als Abgeordnete muss man sich doch auch mal die Mühe machen und lesen, was die Expertinnen und Experten schreiben. Manches in Ihrem Job kann man eben nicht nur mit kleinen reißerischen TikTok-Filmchen machen. Manchmal muss man sich eben auch kundig machen. Die Forschung zeigt, dass getrennter Unterricht eben nicht für einen größeren Erfolg sorgt. Ob es das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung oder das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung oder die Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz ist, Wissenschaft und Pädagogen sind sich hier komplett einig. Und ich finde, statt Ausgrenzung braucht es massive Investitionen in die Bildung. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir als SPD eine Reform der Schuldenbremse fordern, dass wir unablässig die Einnahmeseite des Bundeshaushalts thematisieren und fragen, warum die sehr, sehr starken Schultern nicht noch mehr tragen können. Aber dafür gibt es hier natürlich keine Mehrheiten. Abschließend möchte ich mit den Worten einer 13-jährigen Ukrainerin an einer Cottbuser Oberschule. Sie sagt: Zu Beginn des Schuljahres war es für uns schwierig, mit unseren deutschen Mitschülern und Lehrern Deutsch zu sprechen, und wir haben einen Übersetzer benutzt, um mit ihnen zu kommunizieren. Aber jetzt können wir uns ohne Übersetzer sehr gut verständigen. Wir verstehen Sie, und Sie verstehen uns sehr gut. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir jeden Tag reden und immer mehr Deutsch lernen. So nämlich. Vielen Dank.